Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wie ihr im Vor-Unboxing gesehen habt, habe ich das H1 und das H5 ausgepackt. Wir werden uns jetzt, also Vor-Unboxing, ich habe die Kartons ausgepackt, ja. Aber wir werden jetzt ein richtiges Unboxing machen von dem H1 Stereo Gaming Headset. So, dann werden wir das mal nach unten klatschen. So. Ich werde auch versuchen, damit ihr alles schön mitbekommt. So. Wie gesagt, das ist der Karton vom H1 Gaming Headset. Also Ultra Forces Stereo Gaming Headset H1. H5 gibt es, wie gesagt, auch. Das werden wir später noch vorstellen. Und wir haben hier leistungsstarkes Mikrofon. Individuell anpassbare, achso, das ist jetzt wieder halt nur, dass es hoch runter geht. Größe 40 mm, Lautsprecher für besten Sound. 2,5 mm Stereokabel. Okay, also scheint wohl scheint wohl ein Kabel gebunden zu sein, also beziehungsweise Klinke. So, dann haben wir auf noch eine Rückseite. Oh, 10.000 Hertz hat das Ding so, ja. Krasse Scheiße. Da 50 Hertz bis Mikrofon, oder bei Skype. 100.000 Hertz, beste Sprachqualität im Teamspeak oder Skype. Das finde ich gut. Da bin ich dann mal gespannt. Das kann ich dann nämlich schön bei uns im Teamspeak auch testen. Ob das natürlich wirklich so ist. So, jetzt bin ich gespannt. Da muss das Onkelchen dann als Versuchsperson wieder herhalten. So, da haben wir erstmal hier schon das ganze Gaming-Headset ausgepackt. Wir haben Kabel. Ah, sind so jetzt zwei Klinke. Aha, okay. Ja, ich werde das mal doch komplett hier auspacken. So, dann nehmen wir das hier raus. So. Mal hier eine Anleitung. Ich werde das mal so ein bisschen zumachen, damit wir das hier nicht so, sieht ja doof aus. So, dann haben wir das kleine Headset hier mit dem Kabel und ein Bedienelement. Das werden wir uns aber alle im Hardware-Video angucken, würde ich sagen. Dann würde ich jetzt hier für das Unboxing erstmal Schluss machen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.